Sturmgewehre, vermummte Täter und jede Menge Geldscheine. Es war einer der spektakulärsten Raubüberfälle der vergangenen Jahre. Anfang März wurde nahe Gützkow ein Geldtransporter überfallen. Und jetzt, gut 5 Monate später, gibt es neue Spuren. Und die sollen laut Medienberichten ins Clan-Milieu führen. Darüber sprechen wir gleich mit der Staatsanwaltschaft Stralsund. Vorher schauen wir uns aber nochmal an, was sich da genau am 2. März zugetragen haben soll. Mehr ist von dem Geldtransporter nicht übrig geblieben. Maskierte und schwer bewaffnete Täter überfallen Anfang März das Fahrzeug nahe Gützkow. Das Auto will gerade auf die A20 fahren, da trifft es auf die Täter. In einer fingierten Baustelle wird der Geldtransporter ausgebremst und gestoppt und so eingekeilt, dass eine Flucht unmöglich ist. Die Täter zünden anschließend den Geldtransporter an und fliehen mit ihrer Millionenbeute. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach Spuren. In einem Waldstück bei Müssentin finden die Ermittler schließlich die Reste eines Fluchtfahrzeugs. Und mir zugeschaltet ist jetzt der Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft, Martin Kloppenburg. Hallo, Herr Kloppenburg, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Jetzt steht fest, die Täter haben 3,1 Millionen Euro erbeutet. Diese Information haben Sie ja heute veröffentlicht. Wieso hat es eigentlich so lange gedauert, diese genaue Summe festzustellen? Es war durchaus anspruchsvoll, die Summe so zu ermitteln, wie wir das jetzt mittlerweile getan haben. Insbesondere ist ja bei dem Überfall auch Geld verbrannt. Wie viel das genau war, war anhand der Brandreste natürlich nicht ohne Probleme zu ermitteln. Auch die 3,1 Millionen, von denen wir jetzt ausgehen, ist ein Circa-Wert. Darauf muss man immer wieder hinweisen. Ganz exakt lässt es sich nicht rekonstruieren. Ein Tatverdächtiger sitzt ja wegen eines anderen Delikts im Zusammenhang jetzt aber auch mit dem Überfall bereits in Untersuchungshaft. Wie sind Sie ihm dann auf die Spur gekommen? Die Spur hat sich ergeben durch intensive und man muss auch sagen wirklich gute Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden der verschiedenen Bundesländer. Zu nennen ist hier der Bereich Potsdam-Brandenburg und in diesem Falle auch der Bereich Niedersachsen. Dort konnte ein Tatverdächtiger wegen eines anderen Überfalls inhaftiert werden und es ergaben sich im Zuge der dann anlaufenden Ermittlungen zunehmend Hinweise darauf, dass er auch an unserer Tat hier in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt war. Sie haben es gerade angesprochen, Niedersachsen. Es gab ja auch Hinweise, dass sich die Tatverdächtigen in Ferienwohnungen in Niedersachsen versteckt haben sollen. Hat sich dieser Hinweis bestätigt? Er hat sich auf jeden Fall konkretisiert. Es sind Ferienwohnungen ermittelt worden, in denen vorgeblich Monteure, Bauarbeiter abgestiegen sind. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Tatverdächtige wegen dieser Überfälle. Wie gesagt, ein Tatverdächtiger, der auch für Gützkow in Betracht kommt, sitzt dort in Haft. Unser Anliegen ist es jetzt auch, weitere Vermieter, Eigentümer, natürlich in erster Linie von Ferienwohnungen, zu finden, die möglicherweise im Zeitraum vom 2. bis zum 5. März vorgebliche Bauarbeiter, Monteure beherbergt haben. Wenn ihnen da irgendetwas verdächtig vorkommt, sollten die sich unbedingt bei der Polizei melden. Eine Rolle spielt dabei auch die Frage, welche Ausweispapiere wurden dabei verwandt. Also wir haben festgestellt, dass in den bisherigen Anmietungen gefälschte Pässe, einmal eines dänischen Staatsbürgers und einmal eines italienischen Staatsbürgers, eine Rolle spielten. Wenn das möglicherweise auch in weiteren Fällen der Fall war, sind wir für Hinweise der Bevölkerung sehr dankbar. Laut Medienberichten sollen ja die Spuren auch ins Clan-Milieu führen. Da fällt der Name Remo, kein unbekannter Name. Die Familie soll ja auch für den Einbruch ins Dresdner Gewölbe, ins grüne Gewölbe verantwortlich sein und für den Raub einer Goldmünze in Berlin. Was können Sie dazu sagen? Da muss ich Ihnen ganz offen sagen, dazu kann ich im Moment noch gar nichts sagen. Ich will das nicht ausschließen, aber konkrete Hinweise haben wir insoweit bisher nicht. Sagt der Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft Martin Kloppenburg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch.
Wir haben es gerade gehört, es gibt also im Fall des überfallenen Geldtransporters nahe Gützkow im März neue Spuren. Fassen wir doch mal ganz kurz zusammen, wie die Lage im Moment aussieht. Und zwar haben die Täter, das steht jetzt fest, 3,1 Millionen Euro erbeutet. Dabei handelt es sich aber nur um eine grobe Schätzung. Wir haben ja gerade gehört, einige Geldscheine sind ja auch im Zuge dieses Überfalls verbrannt worden. Ja, es gibt möglicherweise Verbindungen zum Remo-Clan. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich ja dazu nicht wirklich äußern, meinte aber auch, das kann nicht ausgeschlossen werden. Die Spur wird weiter verfolgt und ein Tatverdächtiger, der sitzt bereits in Haft. Außerdem werden alle Leute gebeten, die Hinweise liefern können, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Ferienwohnungen in Niedersachsen, sich bei den zuständigen Polizeiinspektionen zu melden.